Dann machen wir weiter mit dem Chat-Simulator und Daniel. Ja, hello again. Genau, also den Chat-Simulator darf ich nochmal vorstellen. Wir sind hier auf unserer Website, da haben wir eben verschiedene Workshops-Tools, den Online-Lernraum haben wir schon kennengelernt. Und der Chat-Simulator ist eben ein anderes Angebot, das eben integriert innerhalb dessen funktioniert, was Eva uns gerade vorgestellt hat. Aber auch ein Angebot darüber hinaus ist, das heißt, alle PädagogInnen, LehrerInnen, BildnerInnen können das für ihre Angebote so verwenden, wie sie möchten. Wir sind der Überzeugung, dass wir mit Public Money, also mit öffentlichen Geldern, auch Public Value, also öffentliche Werte erzeugen sollten. Und deswegen entwickeln wir nicht nur OER, Open Educational Resources, sondern eben auch, wenn wir Tools entwickeln, die als Open Source. Das heißt, der Chat-Simulator ist komplett auf GitHub veröffentlicht, kann weiterentwickelt werden, kann verwendet werden. Dazu gibt es quasi zwei Perspektiven. Einmal quasi das Frontend. Dafür gibt es ein Plugin für WordPress, weil wir davon ausgehen, dass sehr viele Bildungsinstitutionen mit WordPress arbeiten. Und dann gibt es eben noch einen Server, der quasi im Hintergrund die Daten verarbeitet. Und das natürlich alles datenschutzkonform und so weiter, wie man das gern haben will. Genau, und das Ganze funktioniert so, man öffnet kurz eine Gruppe, man kann den Namen geben, ich lasse jetzt einfach mal diesen Vorschlag schon Sinn. Dann kann man einzelne Chats hinzufügen, beliebig viele, die teilt man dann die Links dazu mit den Gruppen und so habe ich quasi die LehrerInnen-Ansicht, wo ich quasi auf alle zugreifen kann. Wir kennen das ja alle, wir arbeiten bis zu einem bestimmten Punkt mit den Gruppen. Die Sachen werden kurz vorher fertig und dann ist nochmal die Frage, wie kriege ich das jetzt alles auf einem Rechner präsentiert? Und das ist da eben schon mitgedacht, dass ich quasi als Lehrerin, als Bildnerin quasi da schon die ganze Zusammenfassung habe und von einer Stelle präsentieren kann. Funktioniert natürlich online genauso wie in der Kohlenstoffwelt. Genau, und der Chat funktioniert eben so, dass ich quasi zwei Perspektiven habe, einmal den linken Button und einmal den Button auf der rechten Seite. Und so kann ich hin und her schalten. Ich habe natürlich Emojis, wo ich die Kommunikation eben so abbilden kann, wie sie in Messengern typischerweise stattfindet. Und so können zum Beispiel Projektdokumentationen dann am Ende aussehen. Wir erweitern das Tool auch nochmal um weitere Funktionen. Aber so funktioniert das schon mal sehr gut. Und wie speichert man sich das Ergebnis dann ab oder wie kann man das dann präsentieren? Genau, also präsentieren kann ich es über diese Online-Links, die ich vorher erzeugt habe, die ich mir irgendwie wegspeichern sollte. Oder ich kann eben quasi nochmal auf den Button rechts oben klicken. Das dauert dann eine Sekunde und dann wird ein Bild generiert und damit kann ich dann auch wieder weiterarbeiten. So können gerade die Jugendlichen dann selbst auch. Das ist gerade der Vorführeffekt. Eigentlich passiert da was, wenn ich auf den Button klicke. Aber gerade, also. Ja, wird bestimmt dann wieder funktionieren. Genau, so kann ich mir die Bilder zum Beispiel dann als jugendliche Teilnehmer dann auch auf mein eigenes Smartphone packen und weiter verschicken an meine Peers. Und gibt es noch weitere Features, die in Planung sind? Also wir hatten ja auch Playtests, wo wir auch mit Jugendlichen drüber gesprochen haben, was die sich wünschen oder sich auch noch vorstellen könnten. Genau, jetzt ist gerade, es ist passiert, also die Bilder sind abgespeichert worden. Genau, und die nächsten Ideen sind auf jeden Fall, dass wir zum Beispiel Links auflösen, also wenn ich auf ein YouTube-Video gehe, dass das mit eingebunden wird, dass es vielleicht nochmal Gruppenchats gibt, also mit mehr als zwei Personen. Also gibt es verschiedene Ideen, wenn ihr selbst Ideen habt, dann gebt die uns gerne weiter. Wenn ihr mit zur Entwicklung beitragen wollt, gibt es auch da Möglichkeiten, unsere EntwicklerInnen weiter zu bezahlen, um neue Dinge zu entwickeln. Ja, viel Spaß damit. Vielen Dank dir, Daniel. Gerne.